und herzlich willkommen zurück hier in Hearthstone mit mir, dem Lean. Und ich habe gerade eine Meldung bekommen, dass in 10 Tagen schon wieder die Season Ende ist. Junge, das geht ja instant, ne? So schnell. So schnell die Season vorbei. Das geht ja nicht, ne? Kartenchaos Show haben wir schon gehabt. Und die Season ist bald zu Ende. Leute, was soll ich denn jetzt machen? Da muss ich ja spielen, ne? Und ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass die Season bald zu Ende ist, ich meine 10 Tage, bla bla, ich werde noch ein bisschen dazu kommen, Hearthstone zu spielen mit euch. Muss aber dazu sagen, heute ist Sonntag, der 20.09.2015 und heute kann ich viel spielen und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal kann, so viel. Jetzt ist die Frage, das Deck hat mir Spaß gemacht, das hat mir Spaß gemacht, das hat mir Spaß gemacht, das ist sowieso Prädes Spaß. Mill. Ich möchte mich jetzt so ein bisschen entscheiden, mit welchem Deck ich jetzt ein bisschen powern möchte für den Aufstieg. Und ich glaube, ich meine, mit Magier bin ich Level 30. Das ist schon eigentlich ganz gut. Ich möchte ja irgendwie erstmal mit jedem Helden so ein bisschen Level gleich sein. Mit dem Schamanen hinke ich noch ein bisschen hinten und Schamanendeck ist gut. Jäger, ich glaube, es wird der Schamane sein. Ich werde jetzt ein bisschen outside the box. Viele von euch werden denken, hö, normalerweise wäre doch jetzt wieder Magier dran, ja. Ich mache aber jetzt Charmy. So, Überraschung, ne? Ich zeige euch nochmal schnell das Deck. So sieht das Ganze aus. Mana-Kurven-technisch. Ein bisschen katastrophal, wenn man das so sieht, aber das hat ganz gut funktioniert. Und ich werde das jetzt spielen. So sieht's aus. Spielen. Auf jeden Fall diese Folge, eventuell auch noch die nächsten Folgen, weil ich möchte jetzt ein bisschen aufsteigen, ne? Für die nächste Season, dass ich da eine einigermaßen gute Belohnung kriege. Ich meine, die höchste Belohnung, da müsste ich, glaube ich, Rang 4 oder so sein. Seid mir nicht böse, ich weiß das jetzt gerade gar nicht so genau für die höchste Kiste. Fakt ist auf jeden Fall, je höher man kommt, desto besser ist die Belohnung. Ähnlich wie in der Arena. Und einen 12er Schlüssel werde ich hier wohl nicht kriegen. Muss man da sogar Legendary für sein? Nee, ich glaube Rang 4 reicht schon für die höchste Belohnung, wenn ich mich nicht irre. Schauen wir mal, wir spielen gegen Priester. Also ich mache das so. Ne? 2 Runden, eine Folge. Vielleicht komme ich heute dann dazu, so 2-3 Runden aufzunehmen. Also 2-3 Folgen, jeweils 2 Matches. Sehen. Da würde ich jetzt erstmal so machen. Gegen den Priester. Ich würde mich ja echt freuen, noch mal ein bisschen aufzusteigen. Ne? Das wäre schon schön. Der Totem-Schamane, der hat sich eigentlich auch in der Vergangenheit ziemlich gut gemacht. Ich wüsste gar nicht, was ich da groß verändern wollen würde. Wie gesagt, der war ganz gut. Münze. Okay, da muss ich doch anders spielen. Ich wollte ursprünglich den machen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass er den gespielt hat, da müsste ich ja schon fast das hier machen, ne? Oh. Was mir eigentlich nicht gefällt, aber Frage kann ich nicht aussprechen. Seid mir nicht böse. Come on, Schamane, come on. Ich würde so gerne aufsteigen vor der Season Ende, ne? Ja. Und mich überlegen. Überleg doch. Ja, das ist klar, ne? Den mache ich erst im 7-Mana-Zug, es sei denn. Schon mal, ich meine. Hm.
Mach doch, Junge. 3 Mana. Kann nichts machen, ne? Krass. So muss das. Floate das Board. Flow und Flu. Flute es. Ja, was willst du tun? Nothing. Ich weiß nicht, was er tun soll, ne? Ist echt krass. Schnell entscheiden. Schattenwort tot. Aufgepasst. Ah. Tja. Das ist, sieht gar nicht so gut für den aus, ne? So, weiter gucken. Gut, mit Knistern jetzt natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. 5 Damage gekommen, ist okay. Muss ich schon zugeben. Ich hatte eigentlich geplant, Knistern drauf zu machen und mit der noch reinzulaufen. Ne? Das war mein Plan, aber so ist natürlich noch umso schöner. Okay. Ihm ist schlecht, dann muss ich mal gucken, was wir da machen. Habt ihr Fisch dabei? Habt ihr Fisch dabei? Fisch dabei? Jetzt wäre eine heilige Nova natürlich extrem schlecht für mich. Ja, da ist er auch. Sehr gut gemacht. Entschuldigt bitte. Ja, ja. Gut gespielt. Ist noch nicht vorbei. Hör mal, mach die Sektflasche noch nicht auf, ne? Der Feuerfürst, mein Freund. Tja, Junge. Noch ist nicht vorbei. Ah, Dr. Balance ist nicht gut. Ja, nicht nett. So, schauen wir mal. Ja, eine Bombe und Dr. Bumm selber, dann ist er schon mal weg. Ich habe so ein bisschen Angst vor Schattenwort Tod. Frage mich, ob aktiviere den Metallkontrollomat TC-130. Elemente werden euch vernichten. Junge. Das war natürlich mies. Oh! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh.
man. Oh, das war nicht, das war gar nicht gut, ne? Moment, Gewittersturm macht 3 bis 4. Der macht 2. Würde natürlich passen, um den Dr. Boom wegzukriegen, ne? Baby, ist noch nicht vorbei. It is done, wenn it is done, ne? Wie viele Finger zeige ich? Ah, ich hoffe, dass die krassesten Sachen schon passiert sind. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Oh, man. Oh, man. Das ist nicht nett, ne? Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Es wird brennen. Gleich kommt der zweite Stier ins Rennen. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Dann kriegt er zweimal die Hörner zu spüren. Und dann kommen krasse Sachen. Oh, nee! Oh, das ist so mies, ne? Jetzt hat er mich. Hat er mich an den. Ah, das ist mies, ey. Ah, Fröschchen zur rechten Zeit. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner. Ja, geil. Gut gespielt. Nein! Soldaten der Eisen. Endless Fröschlin. Oh Gott, was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Auf jeden Fall. Erstmal das. Die Elemente mag ich, aber Totem liebe ich. Die Elemente mag ich, aber Totem liebe ich. Reizt mich nicht. Schauen wir mal. Die Elemente mag ich. Tja, Junge. Nein. Das kann nicht wahr sein, Junge. Ich meine, wenn ich das benutze. Ja, der bringt nichts. Habt ihr Fisch dabei? Schade. Falls. Na, gucken wir mal. Im nächsten Zug kann ich, glaube ich, das hier machen. Dann ist eh GG, ne? 7 mal 9, 10 plus. 3, ja, ja. Das ist GG dann. Ah, okay. Es sind noch 4 übrig. Na. Ja, okay. Das ist mies. Das ist mies. Also 6. 12.
frage mich, ob... Gut gespielt. Soll ich es trotzdem benutzen, um die Diener wegzumachen? Das ist halt die Frage, ne? Ich lasse es. Lieber noch zweimal Face und im nächsten Zug kann ich es dann hoffentlich beenden. Was spielst du aus? 1, 2, 3, 5. Plus, ich glaube, das war's. Grüße. Boy, oh boy. Der hat's mir echt ein bisschen schwer gemacht, muss ich sagen. Windzorn Golden. Okay. Wow, alle Quests. Gewinnt mit Magier oder Schamane. Ach, das ist ja schön, dass wir nicht nur die, dass wir auch die Dailies haben. Oh, ein Match mache ich noch in dieser Folge. Freunde der Nacht. Dann gehe ich, glaube ich, erstmal duschen. Thrall gegen Rexha. Duschen. Lass die Jagd beginnen. Duschi, eure Zeit ist gekommen. Okay, was haben wir denn hier Schickes? Gegen einen Jäger. Verhexung. Ah, ist alles so. Den können wir mal behalten. So. Kasala, ne? Grüße. Grüße. Oh ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, es ist. Was soll ich da sagen? Dann machen wir mal Coin und den. Vielleicht nicht ganz so schlau, aber dann habe ich wenigstens schon mal einen Dude draußen, der ein paar Sachen machen kann. Ich würde sie ja, zeige doch mal. Ich würde sie mir alle zeigen. Ja, das ist ja gar kein Problem. So. Immerhin hat er zwei weggemacht, ist doch schon mal was. Habt ihr Fisch dabei, würde ich sagen? Habt ihr Fisch dabei? Schön. Doof ist jetzt natürlich Heldenfähigkeit. Einmal nimmt er den weg, einmal nimmt er den anderen weg oder er geht Face. Boah. Boah. Die Elemente werden euch vernichten. Na, unfair gewesen. Entschuldigt bitte. Man weiß auch nicht, welches Geheimnis das ist, ne? Das ist der halt auch. Die Elemente mag ich, aber Totem liebe ich. Blöd, aber ist momentan das Beste, was ich machen konnte in dem Zug, glaube ich. Weil wenn ich hier zwei Totems hätte nichts gebracht, hier wäre auch ein bisschen blöd gewesen bei vier Mana, ne? Einmal Face, einmal... Ja, okay. Eieiei! Total! Okay, was mache ich jetzt? Ich meine, ich könnte mich auch jetzt heilen. Wenn ich jetzt wandern, ne? Ja. Yeah. Totem.
Da war ja schon mal gut. Im nächsten Zug lasse ich den raus. Sehr wahrscheinlich. Das hatte schon mal sehr gut geklappt. 14er Heal ist eine Menge für den Jäger. Und die habe ich auch noch auf der Hand. Ich glaube, jetzt muss ich mal anfangen, die Geheimnisse zu aktivieren. Sprengfalle. Okay. Bei der Macht! Ich hoffe, dass ich meine Erfüllung finde. Ja, hoff du mal. Fass. Und Spinne und Schlamm. Ach so. Hä? Ach ja, klar. Oh, ja. Ich bin ein bisschen Banane jetzt. Sorry. Hab den Fisch dabei. Ja, noch eine Sprengfalle kann es ja nicht sein. War ja eine Sprengfalle, ne? Habt ihr Fisch dabei? Das war's. So. Und im nächsten Zug könnte schon GG sein. Könnte. Obwohl 8 Mana. Na. Nicht ganz. 3, 6, 9, 8, 9, ja, doch, vielleicht. Je nachdem, was er jetzt kaputt macht, ne? Gucken wir mal. Zweite Fass. Face ist scheinbar nicht mehr das Play für ihn. Ups. Okay. Ein Bärlein. Na gut, ja, das gibt keinen mehr, macht aber nichts. Nein. Schön. Den muss ich auf jeden Fall ausspielen. Wart. Das war's. Na gut. Soweit so schön. Ah, Eule. Gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Gut gespielt. Ja, wenn ich jetzt einen Gewittersturm ziehen würde, wäre das awesome. Komm schon, Gewittersturm auf Ansage. Ah, schade. Na gut. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Wer sich mit dem Stier anlegt. Boom. Wie habe ich denn? 14. Macht er jetzt? Ach, den will er mir echt wegnehmen, ne? Okay. Hielt Totem auch? Okay. Gut gespielt. Ah ja, gut. Der Feuerfürst. Der Feuerfürst. Ja, sieht schlecht für ihn aus, ne? Würde ich mal so einen Tipp abgeben. Ja, hast du gut gemacht, ne? Der Wille ist da, man sieht's.
Schade. Das hätte ich gerne noch gemacht. Siegestrehen im Boosterstern. Hey. Action in Totem Town, ne? Totem Town. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese Folge. Ne? Zwei Matches, eine Folge. Und sehr wahrscheinlich, Angaben wie immer ohne Gewehr, werde ich jetzt ein bisschen ohne Gewehr ein bisschen weiter Schamane machen. Weil er war ja ganz erfolgreich. Ne? Vielleicht mache ich auch noch mal Priester nächste Folge. Mal gucken. Tschüss.